Seit 125 Jahren ist die Freiwillige Feuerwehr Leupersbach bereits im Einsatz. Zu diesem Anlass wurde zu einem Festakt geladen. Gekommen sind dann Landeshauptmann Hans Nissel, Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Schürz und zahlreiche Ehrengäste. Bei dieser Gelegenheit wurden auch einige Feuerwehrleute ausgezeichnet. Die Redner betonten alle die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr und gratulierten zu 125 Jahren Bestand. Nach den Reden und Auszeichnungen kam der gemütliche Teil und es ging zum Feiern ins Festzelt. Lauter fesche Leute, die besonders gut spielen. Danke. Schlechten Zeiten und vor Jahrzehnten waren die finanziellen Mittel sehr eingeschränkt, aber die Bereitschaft für die der Bevölkerung, aktiv im Feuerwehrdienst tätig zu sein, höher als heutzutage. 1891 ist die Feuerwehr in Leupersbach gegründet worden und wenn ich richtig gelesen habe, 10 Jahre später ist wieder aufgelöst worden. Ne? Und 1903 hat sie sich wieder neu formiert. Und 1968 wieder kurz aufgelöst und dann wieder. Jetzt war ich mir nicht sicher, feiern wir heute den Festakt ja oder nein, aber Markus, in 2,5 Jahren spätestens können wir es durchführen. 2009, 2010 war Leupersbach mehrfach betroffen von sozusagen Niederschlägen, die uns sozusagen in 5 Ortsteilen überflutet haben und das war dankbar, wenn man eine Feuerwehr in der Ortschaft hat und sie auch richtig anpackt. Man kann ihn auch für Löschensätze verwenden, auch in jeder Richtung. Und Landschaften, die noch nicht sind. In diesem Sinn danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der Feuerwehr alles Gute und bedanke mich bei der Feuerwehr für die zahlreiche Teilnahme, liebe uns. Die Freiwillige Feuerwehr Leupersbach begeht ihr 125-jähriges Bestandsjubiläum. Es erscheint mir gerade zu eine Auszeichnung für die Gemeinde und die Bevölkerung zu sein, wenn eine freiwillige Vereinigung auf eine so lange Zeit des Erfolges wirklich zurückblicken kann. Dieses Jubiläum beweist, wie sehr die Freiwillige Feuerwehr mit und in der örtlichen Bevölkerung lebt. Hier mit einer für 40-jährige Tätigkeit.
Abschließung der Landeshauptkarriere des Burgers. Der Burger beurkundete den Minister, der Burger ist die Landesbürger. Der Beschluss vom 13. April 2016. Ja, was soll ich sagen? Es ist irgendwie, muss ich ehrlich gestehen, ein gutes Gefühl, erstmalig in meiner Funktion in der Heimatgemeinde bei einem Anlass dabei zu sein. Es ist wirklich ein anderes Gefühl, ein gutes Gefühl. Es ist wirklich schön. Ja, der Landeshauptmann hat gerade gesagt, wie ich da hergekommen bin, begrüße dich in Leupersbach. Das hat er deshalb gesagt, weil ich vor drei Tagen in Frauenkirchen war bei Herrn. Das heißt, wir schauen immer, dass wir irgendwo einmal in Frauenkirchen und einmal in Leupersbach auftreten. Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube schon, dass es sehr toll ist, eine freiwillige Feuerwehr zu haben, die 125 Jahre feiert. Man muss sich vorstellen, 125 Jahre, das ist ja wirklich eine unglaubliche Zeit, eine Zeit, wo Freiwillige immer wieder mit Kameradschaftlichkeit dabei sind, Freiwillige immer wieder da sind, um zu helfen. Also da muss man wirklich sagen, Kompliment. Ich muss auch wirklich sagen, Kompliment jeden einzelnen Feuerwehrmann. Danke einfach, dass es euch gibt. Dankeschön. Zunächst danke für die Einladung. Bin wirklich auch gerne hierher gekommen. Wir feiern heuer bescheiden, aber doch 95 Jahre Burgenland bei Österreich. Und gerade Leupersbach ist eine Gemeinde, die ganz eng jahrzehntelang am Eisernen Vorhang gelebt hat. Ich kann mich zurückerinnern, da sitzen noch ehemalige Fußballer, wie wir da Fußball gespielt haben am alten Platz, ist oben der Wachturm gestanden, dort hinten, ja, ist schon länger her. Also auf alle Fälle schon ein bisschen beklemmend. Für jene, die da gewohnt haben, eine Selbstverständlichkeit, wenn man vom Seewinkel gekommen ist, eine Besonderheit. Und viele der älteren Leute wissen, wie das Burgenland beisammen war. Und da muss man unseren Gemeinden und auch der Gemeinde Leupersbach, den Leupersbacherinnen, Leupersbacher, der Gemeindevertretung, dem Bürgermeister, den Gemeinderäten ein Kompliment machen. Unsere burgenländischen Gemeinden haben in den vergangenen Jahrzehnten Besonderes geleistet. Liebe Bundesdienst zur Seite hast, ich gratuliere der Freiwilligen Feuerwehr hier in Leupersbach sehr, sehr herzlich zu 125 Jahren Bestandsjubiläum. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute, ihr macht einen tollen Job. Ich hoffe, dass es wenige Einsätze gibt und ich hoffe, dass alle Feuerwehrmitglieder wieder unverletzt von den Einsätzen zurückkommen. Alles Gute für die nächsten Jahre.